willkommen und grüß Gott bei meiner zauberhaften Welpenschau. Ich möchte bitte alle herzlichst einladen, meine Homepage zu besuchen. Da garantiere ich, ich zauber ein Lächeln in jedes Gesicht und jedem geht da das Herz auf. Hallo, heute bin ich zu Besuch bei den Dackelzüchtern. Gott sei Dank ist die böse Hitzewelle vorbei und heute ist es mal nicht so heiß, weil das war für uns und für die Hund echt ein Geschindert. Man sagt nicht umsonst die sommerlichen Hundstage. Da habe ich jetzt Zwergdackerl im Schlag Rauhaar, ganz besonders liebe Schäne, die Farbe nennt man Saufaden und ich stelle euch da jetzt die ganze Familie Dackerl vor. Da haben wir jetzt eins von den kleinen Babys. Und zeigen das rund um her. Und jeder, der Dackerl kennt oder schon mal einen gehabt hat, der will ja wieder einen, weil man einfach weiß, das sind gute Hunde, die sind klasse, die sind lieb. Die typischen Namen sind natürlich Hexi und Maxi. Und jetzt schauen wir uns gleich die nächsten an. Das nächste kleine Prachtstück in dem Wurf von den Geschwistern Dackerl ist natürlich wieder ganz hübsch. Die Farbe verändert sich immer nur ein bisschen, auch das Rauhaar. Und ich erzähle ja in meinen Videos oft, der neugeborene Welpe schaut noch nicht so rassetypisch aus, weil das dauert halt immer ein bisschen. Ein Küken schaut auch noch nicht aus wie ein fertiger Hähn und bei den Rassehunden muss man ein bisschen Geduld haben. Mit 8 bis 10 Wochen sind sie dann wirklich bombastisch schön und man kann sich das vorstellen. Und die sind jetzt ungefähr 5 Wochen, da ist halt alles schon ganz gut sichtbar, aber sie werden von Tag zu Tag schöner, putziger und zugänglicher und frecher. Jetzt habe ich den nächsten noch in der Hand und die allerbeste Nachricht ist ja, unsere Interessenten können ab jetzt sich mit dem Züchter einen Termin ausmachen, zur Besichtigung und vor Ort aussuchen. Cool, ja, du bist so ein kleiner Stupsi, der Schwanzl. Weil wir seht, die Kleinen freuen sich jetzt schon und jetzt sind sie stabil genug, dass wir es besuchen dürfen. Wenn sie ganz klein sind, dann würde es natürlich keiner von uns züchten, weil Babys sind empfindlich und jeder erwartet sich ja, dass er einen Hund kriegt, der möglichst stabil, gesund ist, super aufgezogen worden ist und da kann man sich dann auch wirklich auf alles verlassen. In dem Alter sind sie jetzt selbstverständlich schon mal entwurmt, aber die Impfung und der Chip, das kommt ein bisschen später. Und natürlich kriegen die auch Ahnentafel, weil das sind reinrassige Hunde, und auch einen EU-Heimtierausweis, den man natürlich braucht, wo im Laufe des Lebens vom Hund die ganzen Impfungen vermerkt werden. Und jetzt wird schon das Haar ein bisschen länger und richtig schön rauhaarig. Im Schnauze sieht man schon hinten Schwanzeln, weil es einfach lustige Kandidaten sind. Ganz putzige Puppi. Der Dackel oder Teckel, wie er auch oft genannt wird, gehört natürlich zu den Jagdhunden, zu den Bauhunden. Die Elterntiere da sind nicht jagdlich geführt, weil das sind halt einfach Herzegrazie und Schatzi von den Züchtern und dürfen halt nicht so umeinander laufen, jagen hin und wieder wegen einer Hähne über den Hof und damit haben sie viel Gaudi, das passt schon so. Und jetzt zu guter Letzt zeige ich euch nur Mama und Papa Dackel, dass ihr eine Vorstellung kriegt, wie schön die wären, wie groß die wären und die schnappen wir uns jetzt. Da zeige ich jetzt die piffige Hexi, die will mich aber küssen, da muss ich ganz schön aufpassen. Und man muss immer ein bisschen nachsichtig sein, wenn die Hündinnen vielleicht nicht so ganz perfekt ausschauen wie auf der Hundeausstellung. Aber wenn eine Mutterhündin natürlich Junge aufzieht, dann war es das für sie wirklich Schwerstarbeit. Man muss sie ja so als Mutterhündin wohl ganz schön kümmern den ganzen Tag und Popo putzen und Milch geben und sonst noch was. Und da ist dann manchmal das Fell vielleicht ein bisschen struppiger wie sonst. Das ist auch hormonbedingt, das ist ganz normal. Okay? Und natürlich, wie ich schon gesagt habe, heißt jede zweite Hexi, das ist auch so eine Hexi, auch so eine kleine Hexi ist das, gell? Ja, 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 die Hexi. Und da hinten sitzen natürlich die Babys und dann weiß, Start holen kann ich wie nicht. So, schaust nochmal in die Kamera, dann sagen wir Tschüss. Tschüss. Und dann holen wir den Papa mit. Papa. Und jetzt zu guter Letzt den Maxi, das ist der stolze Papa von den Kleinen. Und die Dackerl sind wirklich da federleicht in meiner Hand.
und ganz wunderschön entzückend. Das Saufarbige, das kommt, weil das Wildschwein auch so eine ähnliche Farbe hat und darum denkt man, das ist saufarbig. Und ich finde natürlich, das Raufutzerte gibt denen schon wirklich echt einen pfiffigen Touch. Weil Dackerl ist ja nicht gleich Dackerl. Und man weiß auch, wenn man die Hunde wirklich beobachtet im Vergleich, dass die kurzhaarige, langhaarige und rauhaarige unterschiedlich verhalten. Das hat natürlich schon einen genetischen Hintergrund, weil sonst gibt es ja nicht so eine Rassenvielfalt, dass wirklich für jeden Geschmack und jeden Guster was dabei ist. Die pfiffigsten sind die. Okay? So Maxl, dann sagen wir tschüss, Baba und auf Wiederschauen, bis zum nächsten Mal in unserem Hundetheater. Baba! Ja. No. Hexi und Maxi, die zwei Kraxi. Ja, so Gucci. Ja. Hexi, Maxi, kommt! Hexi! Maxi! Ja, schnell! Feiner! Hexi! Maxi! Kommst du mir kurz? Das brennt's nicht! Ja! Ja, so fein! Ja, du bist ja so wurschti! So wurschti! Ja, zwei so brave Wurschti-Hund! Ja, fein! Maxi, komm! Ja, schnell! Ja, fein! Ja! So, fix ist! Ja! Ne? Da zeige ich euch jetzt nur die Susi. Die Susi hat leider ein Pech gehabt, der ihr Fraule ist in Spital gekommen, ältere Dame. Und jetzt kann sie es leider nicht mehr behalten und nicht mehr aufnehmen, gesundheitsbedingt. Susi ist 4 Jahre, Stummrein, Leinenführer, ganz ein braver, lieber Wohnungshund. Nicht unbedingt die schlankeste, aber vielleicht passt sie noch wo dazu als Zweithund oder für einen Hundeanfänger. Und sie ist wirklich eine nette, brave. Und weil wir heute Traucher, Dackel und Herz haben, zeige ich euch die auch. Die Züchter haben es jetzt dabei mal aufgenommen, dass sie vorübergehend das daheim hat. Aber das ist natürlich auf Dauer für sie nichts, weil sie will ein eigenes Plattform haben. Okay? So, Susi, das war's für heute. Ne? Und jetzt sind wir wirklich durch mit Gedanken. Baba!